guten Tag zu dieser kleinen Short News und wir legen auch direkt los mit Days Gone. Und Days Gone bekommt einen relativ ungewöhnlichen Patch. Der wiegt knapp 1,3 GB und fixt einige Schwachstellen aus dem Spiel raus. Soweit, so gut. Wer sich jetzt denkt, oh nein, jetzt schon wieder 1,3 GB mehr, meine PlayStation ist doch schon fast voll, der kann sich jetzt freuen, denn das Spiel wird tatsächlich 22 GB kleiner. Das Spiel schrumpft von 61 auf 39 GB. Ich gehe mal davon aus, dass man eine ganze Menge Assets aus der Unreal Engine 4 rausgeschmissen hat und vielleicht sogar damit noch ein bisschen die Performance verbessern konnte. Es ranken sich ja immer wieder Gerüchte um ein neues Spiel von Hideo Kojima und der hat jetzt vor kurzem angekündigt, dass das neue Spiel wohl was mit Max zu tun hat. Also das heißt eigentlich mit Kampfrobotern, ähnlich wie in Metal Gear Solid. Aber soweit, so gut. Angeblich soll es sich ja auch um ein Horrorszenario drehen. Viele vermuteten da Silent Hill. Und eventuell könnte jetzt der neueste Eintrag von Konami dazu beitragen, dass dies eventuell sogar was werden könnte. Denn Konami untersucht momentan die Möglichkeiten, die Silent Hill-Marke wiederzubeleben mit zwei neuen Zweigen. Ob wir ein neues Silent Hill für die Konsolen bekommen werden, steht derzeit noch nicht fest. Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass es wieder ein Glücksspielautomat wird. Guerilla Games, die sind ja durchaus bekannt durch Horizon Zero Dawn und auch Killzone. Und viele sind davon ausgegangen, dass jetzt das nächste Spiel von dem Studio der Nachfolger zu Horizon Zero Dawn sein wird. Allerdings gibt es ein paar neue Jobausschreibungen und die lassen darauf vermuten, dass eventuell sogar ein neues Killzone kommen könnte. In dieser Stellenausschreibung wird tatsächlich nach einem Mitarbeiter gesucht, der sich mit Matchmaking, Clans, Turnieren und Ranglisten auskennt. Und das sind alles Dinge, die ein Killzone schon hatte. Ob wir einen Nachfolger bekommen werden oder eventuell einen Remaster, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es spricht wohl einiges dafür, dass wir in Zukunft wieder ein neues Killzone erwarten dürfen. Microsoft Phil Spencer, der äußerst sympathische Mann, der jetzt gerade das Xbox-Geschäft leitet, hat sich nochmal zu den neuen Spielen geäußert und sagt, ihm gehe Bildrate vor Auflösung. Obwohl Microsoft ja so viel mit 4K wirbt, zum Beispiel mit der Microsoft Xbox One X und jetzt natürlich auch mit der Xbox Series X, ist ihm die Bildrate wesentlich wichtiger. Den Entwicklern wird nicht vorgeschrieben, was man auf der neuen Xbox so alles zu tun und zu lassen hat, aber er wünschte schon, dass die Spiele auf stabilen 60 Frames durchgehend laufen. Und ich glaube, das wünschen sich einige. Denn nehmen wir einfach mal ein Spiel wie Detroit Become Human. Das sieht auch in 1080p einfach fantastisch aus. Da es sehr, sehr glatt wirkt, also da muss nicht irgendwie noch die 4K-Auflösung rübergebügelt werden. Aber schauen wir mal, was die neue Konsolengeneration alles so bringen wird. Stabile 60 Frames sind auf jeden Fall immer ein Träumchen. Die GDC, die Game Developer Conference, hat eine Umfrage gestartet und ein interessantes Ergebnis kam dabei raus. 4000 Entwickler wurden gefragt, welche die favorisierte Plattform ist oder sein wird, für mit die man entwickeln wird. Und da liegt der PC derzeit wahnsinnig weit vorne. Über 50% aller Entwickler entwickeln für den PC. Und das finde ich erstaunlich dafür, dass man zu PS3 und Xbox 360 Zeiten den PC schon ein bisschen als tot gesagt hat. Und jetzt geht es aber um die nächste Generation und tatsächlich liegt da die PlayStation 5 ganz weit vorne. Mit 38% hat sie das Interesse der meisten Entwickler jetzt schon geweckt. Und das ist ja nicht ungewöhnlich, denn es ist aktuell die erfolgreichste Konsolenmarke, die es auf dem Markt gibt. 37% wollen für die Nintendo Switch entwickeln und etwas abgeschlagen mit 28% ist die nächste Xbox-Generation im Fokus der Entwickler. Ob und was uns allerdings erwarten wird die nächsten Jahre, wird sich entscheiden, wie gut sich eine Konsole macht. Wir haben schon so oft gesehen, dass der Machtwechsel an der Spitze, schon einige Male vollzogen wurde und deshalb sagen diese Entwickleraussagen eigentlich momentan noch nichts aus. Wer jetzt allerdings von den neuen Konsolen auf eine alte Konsole kommt und die ist durchaus schon ein paar Jährchen alt, die steht nämlich da hinten auch im Regal, wenn ich jetzt hier mal so den Finger drauf halte, spiegelverkehrt,
Da, ganz unten, rechte Seite, ist ja auch egal. Die Nintendo Wii bekommt ab dem 31. März keinen Support mehr durch Nintendo. Solltet ihr da eine kaputte Wii haben, wird diese in Zukunft nicht mehr repariert. Da sich die Konsole allerdings richtig oft verkauft hat, ist das, glaube ich, auch nicht das große Problem. Ihr werdet überall Ersatzteile bekommen und es gibt auch 1000 Anleitungen, wie man eine Wii reparieren kann im Internet. Dann heißt es halt selbst Hand anlegen oder aber einen Retro-Händler fragen, der sich damit noch auskennt. Ein Gerücht ging die Tage rum, dass Street Fighter 5 auch für die Nintendo Switch kommen könnte. Das hat der Producer Ono nun dementiert. Denn es gab einige Tweets, die eine Nintendo Switch-Version geteilt haben. Die ist aber nicht real. So wird Street Fighter 5 es nicht auf die Nintendo Switch schaffen. Und damit platzen leider einige Träume. Und wir müssen uns weiterhin an den Remastern von den Street Fighter 2 Teilen halten. Und jetzt kommen wir zum letzten Thema, das große Gerücht dieser News. Die Nintendo Switch Pro steht mal wieder im Fokus der Gespräche. Und es gibt wieder neue Gerüchte und die verdichten sich langsam gewaltig. Denn es geht mal wieder um den neuen Grafikchip der Nintendo Switch Pro. Und ich habe ja euch vor ein paar Wochen schon über den Tegra X3 berichtet. Der ist ja von Nvidia aktuell zu medizinischen Zwecken oder zu Flugdrohnen oder ähnliches mit KI-Verarbeitung und so weiter vorgesehen. Allerdings ist er absolut kompatibel zum Tegra X1, der ja aktuell in der Nintendo Switch verbaut wird. Und angeblich kommt jetzt wohl ein neuer Chip, der gerade entwickelt wird zusammen mit Nintendo mit der Volta-Architektur. Und diese Volta-Architektur von Nvidia kommt halt auch im sogenannten Tegra X3 bzw. Jetson NX vor. Und sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Ich glaube, wie ich es damals schon vermutet habe, wenn eine Nintendo Switch Pro kommt, dann wird das der neue Chip sein. Und der kann bei 15 Watt bis zu 5 Teraflops Leistung abrufen. Das liegt ungefähr auf dem Niveau zwischen einer PlayStation 4 Pro und einer Xbox One X. Und könnte damit mit den aktuellen Konsolen, die Ende des Jahres jetzt rauskommen und den meisten Spielen locker mithalten. Was sie allerdings nicht können soll, ist wohl 4K-Unterstützung. Aber seien wir mal ganz ehrlich, dann lieber ein schönes 1080p, was gut gerendert ist, so wie bei Detroit Become Human und mit 60 Frames. So, das war es allerdings auch schon wieder mit dieser kleinen Short News. Wir streamen nachher noch ein bisschen und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao!